Ja, hey Leute, Elo hier und es gibt wieder eine neue Folge von Skyrim, ja. Was machen wir diese Folge? Ich habe mir gedacht, wir werden mal diese Quest machen und da. Wo wir diesen Trank des Hengstes zu Rarek oder Rarek oder egal wie er heißt, auf jeden Fall das mal zurückbringen. Der liebenden Stein, gehen wir da mal hin. Dass wir das endlich mal auch aus dem Inventar rauskriegen. Wir haben ja noch so viele Quests da, da müssen wir mal gucken, dass wir jetzt auch bei den Nebenquests noch mal ein bisschen abarbeiten. Dass das da mal ein bisschen weniger wird. So, habe ich diese Quest jetzt eigentlich... Wo war die jetzt? Da. Da, da, da. Ist das denn weit von hier? Und schön, es gibt wieder einen Drachen. Ja, ist klar, zwei Stück. Aber sonst geht's noch, oder was? Oder wie, oder was? Ja, Kollege, du musst schon hier vorne hinkommen, weil sonst macht das auch wenig Sinn. Oh, was ist denn hier los, ey? Ist hier irgendwas mit Party am Gang? Gibt's hier irgendwas umsonst, oder? Ach komm, das nehmen wir mit. Warte. Wo sind Sporschiert? Das nehmen wir mit. Bergblumen. Natürlich nehmen wir eine Bergblume. Hallo? Hör mal. Du kannst jetzt ruhig mal runterkommen. Oh, das ist aber nett von dir. Ein Blutdrache, ja. Ja. Wiederherstellung verbessert. Da vorne ist schon der nächste. Komm, da gehen wir mal hin. Da gehen wir mal hin. Hier zum Gut. Und hauen ihn so richtig vorm Kopf. Da guckst du mal. Dann kannst du so viel beißen, wie du willst, Kollege. Und jetzt bist du erstmal hinüber. Warte mal, ich werde mich jetzt mal ganz kurz heilen. Ist da irgendwo noch was? Nein. Komm, gib her die Seele. Was hat denn der so? Drachenschuppe, Gold, Felsstiefel. Ach komm, scheiße, auch nehmen wir alles mit. So. Wo ist denn Lydia schon wieder hin? Lydia? Wo bist du? Da! Perfekt. So, dann gehen wir... Sag mal, ich hänge hier... Alter, so eine blöde... Kante. Ja, komm, die schauen wir auch noch gleich weg. So, das kannst du oder willst du nicht? Na egal. Sag mal, warum ist das so weit entfernt? Es zeigt diesen blöden liebenden Stein da an und das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da müssen wir doch nochmal auf die Karte gucken. Hä? Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, dann gehen wir einfach dahin. Naja, egal. Haben wir wenigstens Drachen getötet? Ist ja auch was. Also die Ladezeiten sind zwar noch lang, aber nicht mehr so lang. Festung unter... Was stand da? Stein oder Stern? Stein, glaube ich, ne? Ja, nun komm schon. So. Ach stimmt, hier war ich auch schon mal. Mach keinen Ärger, Spitzohr. Hey, Schnauze, ja? Ja, wo... Wo denn jetzt hier? Ah, das sieht doch schon besser aus. Da rennt was. Da. Also verschwindet. Hä? Es ist nix. Hau ab. Das ist meine letzte Warnung. Verschwindet oder bereut es. Warum? Es ist doch nix hier. Darf ich hier nicht rein oder wie oder was?
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Müssen wir vielleicht ein bisschen warten? Warten wir mal. Warten wir mal ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Oder Lydia, was sagst du dazu? So, jetzt ist er irgendwo da vorne. Was ist denn da los? Ihr da, wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Was soll ich jetzt nehmen? Verdammt. Ich suche eine Arbeit. In Ordnung, ihr dürft euch dem Thron der Trauer nähern. Aber passt auf, was ihr sagt. Haltet auf der Straße die Augen nach Abgeschworenen offen. Ja. Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Hier ist eine Lieferung von Botella. Oh, ja. Danke. Hier, bitte. Etwas Gold für eure Hilfe und eure Verschwiegenheit. 750 Gold? Okay. Ich suche Arbeit. Wisst ihr was? Der Jarl hat ein Kopfgeld auf die Abgeschworenen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ich habe Briefe zu schreiben. Okay. Ich berate Igmund genauso, wie ich seinen Vater beraten habe. Okay, okay. Als sein Huskarl achte ich hauptsächlich auf die Sicherheit von Igmund. Ihr sprecht mit Igmund, Sohn des Rolfdir, Jarl von Markarth. Okay, und seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Seid ihr Söldner? Leute wie euch kann ich nicht leiden. Keine Ehre, keine Loyalität. Unzuverlässig. Aber einen potenziellen Verbündeten kann ich in Zeiten wie diesen nicht einfach so abweisen. Mal sehen, ob ihr besser seid als das übliche Söldnerpack. Meine Kundschafter haben einen Anführer der Abgeschworenen aufgespürt, die sich in ihren blutdurchtränkten Lagern verstecken. Kümmert euch darum. Ja, das können wir ja mal machen, wa? Wir werden sehen. Das geht gerade nicht, das ist ja auch cool. Okay, ich möchte ein Haus in eurer Stadt kaufen, aber eigentlich nicht, oder? Da hat der Krieg Markarth schwer getroffen. Hier hat alles angefangen. Diese Rebellion. Als das Kaiserreich Reach während des großen Krieges verloren hatte, verzweifelten wir. Wir versprachen einer Nordmiliz freie Ausübung ihres Glaubens, im Austausch für ihre Hilfe bei der Wiedereroberung der Region. Dann kamen die Elfen dahinter. Wir sahen uns gezwungen, sie alle zu verhaften. Ulfric Sturmmantel, ihr Anführer, sah das Ganze als Beweis dafür an, dass das Kaiserreich Himmelsrand im Stich gelassen hatte. Die Rebellen nannten es den Markarth-Vorfall, der Gründungstag der Sturmmäntel. Damit begann dieser Krieg erst so richtig. Ja. Der Marktplatz wurde angegriffen? Meine Wachen haben mir davon berichtet, arme Margret. Und Augenzeugen zufolge hat der Täter unsinniges Zeug gebrüllt. Er sei ein Abgeschworener. Ich will eins klarstellen, Markarth hat durchaus seine Probleme. Aber es befinden sich keine Abgeschworenen in dieser Stadt. Die stellen nur da, wo sie leben, eine Gefahr dar, in den Hügeln und entlang der Straßen. Überall sonst üben wir die Kontrolle aus. Naja, wenn du das sagst. Warum habt ihr die Nordmiliz verhaftet? Das Weißgold-Konkordat. Der Vertrag, den wir nach dem großen Krieg mit den Elfen schlossen, untersagt die Anbetung von Talos. Aber das hatten wir Ulfric und seinen Männern versprochen. Im Nachhinein mag es töricht erscheinen, doch damals hofften wir, dass die Elfen es nicht herausfinden würden. Als sie es dann doch herausfanden, hatten wir die Wahl. Entweder Ulfric und die Miliz verhaften, oder ein weiterer Krieg mit dem Altmeribund. Die Entscheidung fiel uns leicht, und jetzt gefährdet Ulfric den trügerischen Frieden, für den wir so viel geopfert haben. Eigentlich will ich gar nicht mit dir reden. Habt kein Erbarmen mit diesen Abgeschworenen. Verstanden? So, warte mal. Karte. Nee, so wollte ich. Ich hab da irgendwo... Haben wir nicht hier irgendwo so ein... Hm.
gemacht haben. Da haben wir noch markiert. Entfernen. So, das wollte ich nämlich. Ja, was können wir denn jetzt als nächstes machen? Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier raus. Meine Schick sieht ja hier drin auch mal wieder aus, wa? Oder was meinst du dazu? Hm. Ach so, apropos Schick. Ich hätte ja in dem Part hier vor euch mal gefragt, was ihr davon haltet, wenn wir mal so ein paar Mods oder so machen. Und da hatte ich ja auch so einige Antworten gekriegt. Und also das heißt, wir haben da ein paar nochmal geschrieben. Also ich würde nicht irgendwelche Mods installieren, wo man, was weiß ich, durch irgendwie, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, stärker wird oder irgendwelche, was weiß ich. Also ich würde wirklich nur so Mods installieren, was zum Beispiel die Grafik angeht oder, ja, also was sich nicht so aufs Spielgeschehen, sage ich mal, auswirkt unbedingt. Also was das Ganze leichter macht, sage ich jetzt mal, das würde ich jetzt nicht machen. Ja, was machen wir denn jetzt? Oh, scheiße, erstmal hier runterfallen. Ja, sehr schön. Ist hier irgendwas? Oh, hier. Gold. 2 Gold. Ja, das hat ja schon mal was gebracht, dass wir hier runtergeheizt sind, oder? Ah, Lydia ist auch schon wieder da. Kann ich jetzt bitte mal hier raus? Dankeschön. Was gibt's denn? Nichts. Geh weiter, Mann, ey. So, ja. Ich würde sagen, ich guck noch mal ganz in Ruhe, was wir dann so noch einen Quest haben. Und ja, suche dann mal eine schöne raus. Und dann schauen wir mal, was wir dann wieder so machen werden. Ja, dann sage ich erstmal tschüss, danke fürs Zusehen mal wieder. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part von Skyrim. Bis dann.